So. Ich hab nicht mal was dabei, weißt du? Ist noch total überladen. Also wir haben hier genau 65 von 65. Wir liegen über leere Flaschen. Wenn ich die aus Versehen fallen lasse. War das hier nicht? Ne. Was war das hier mit dem Magiern? Stimmt. Ah. Ist da jemand? Was war? Hier drüben. Ich wusste es. Er ist Pyromant. Immer wieder dasselbe, weißt du? Nebelhallen. Wow. Da seid ihr ja. Ich habe schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was für eine Reise. Wo sind wir hier? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe alles, was man für die Reparatur nimmt. Oder? Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr... Das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Ja? Ihr seid... Wer seid ihr? Ich bin Sanguine, der dädrische Prinz der Ausschweifungen. Ich weiß. Wie konnte ich euch nur belügen? Aber wie hätte ich euch trauen können, bevor wir ein wenig miteinander gezecht hatten? Aber es wurde mir schnell klar, dass ihr einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgeben würdet, als dieses Häufchen Trübsal. Warum ich? Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich überdenke meine Entscheidung nicht immer gründlich. Aber ihr habt Großes vor euch. Vielleicht könnte euer alter Onkel Sanguine dafür sorgen, dass euer Kurs sich ein wenig ändert. Danke. Glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Hey. Und damit sind wir nämlich auch überladen. Ha. Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Wer ist denn Juan?
Wer ist Juan? Juan. Häufig in Rohr, ich sollte mit Juan sprechen. Soll ich mir irgendwas ablegen? Eine Schuppe. War ein Hof. Ich würde eigentlich nicht in der Folge nach Hause Blick. Also, ne? Außerhalb von der Folge, logischerweise. No. Go away. Papa, ihr seid wie. Wollen wir etwas spielen? Jetzt nicht. Oh. Ich muss euch leider abwimmeln. Großreden schwangen die Klinge. Er prahlte von Kämpfen, Beute, Glück. Doch still war der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmann. Ragnar der Rote. Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr übt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns. Ich werde schon 50 Milliarden. Sehen, ob der Tod euch wohl steht. Mit diesen Dings, ey. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er lieb. Tja, Ragnar musste lernen, wie es so ist, den Himmelsrand. Auf die harte Tour. Was ist denn hier nicht drin? Achso. Bin mir nicht so sicher, wieso die da drin sind, aber die sind auf jeden Fall drin. Ich frag gar nicht.
Habe ich die Drachenklauen hier drin? Ja. Also Zutaten haben wir ja so ein paar. Immer. Also wir können halt richtig viel Stuff machen damit. So. Da unten ist auch immer noch eine Hütte. Die ich nicht entdeckt habe. Sag du. Die will ich mal noch schnell entdecken. Ich weiß, das ist hier nur so eine einfache Hütte. War da nicht irgendwie ein Bär oder so? Anissa. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Ach so? Dann ist der Keller bestimmt vollkommen legitim. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Helgi? Kenn ich doch, oder? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir ein richtiges Zirkel bilden und können eure Ausbildung wahrnehmen. Was ist denn Helgi? Mein Geheimnis kennen. Okay. Wer ist denn Helgi? Der Name sagt mir irgendwas. Niemand darf ihr Geheimnis erkennen. Euer Kennen. Na gut. Das lässt sich ja einrichten. Ihr habt doch Alain Dufon in Reibtbatar um die Ecke gebracht. Ja, das hat sich wirklich herumgesprochen. Wie ich hörte, war der Mann ein echter Banditendrecksack. Ruf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht ja, so sicher. Ja, Dreckskerl. Wir haben ja. Ja? Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Ich habe hier eine Nachricht von Jahr von tatsächlich? Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Oh, was ist das? Ah, tapfer, eine solche Botschaft zu überbringen. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt.
Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf Besucher einstellen. Ich erwarte in nächster Zukunft einige Aufregung in der Stadt Weißlauf. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen. Ja, Ulfric von Arschgeige.